Yo, servus Leute, was geht ab? Heute mal kein Smite-Video, heute mal was Wichtiges. Und zwar führen wir eine Reinigung durch auf unserem Discord-Server. Also wie bei The Purge. Und zwar, der Hintergrund davon ist, dass wir zurzeit aktuell viele Trolls hatten, die Wochen. Und das müssen wir vermeiden und deshalb gibt es jetzt neue Regeln für Neulinge. Ganz einfach. Im Ankündigungs-Channel auch für die, bitte, die bei uns schon im Discord sind. Wir wollen wissen, wer alles noch aktiv auf unserem Discord dabei sein will. Also wer noch im Discord-Channel sein will. Weil vielleicht sind ja manche mal gejoint wegen einem Giveaway und dann waren sie nie wieder drin. Also ich brauche eine Rückmeldung von euch. Das heißt, hier bei Ankündigungen bitte auf diese Nachricht mit einem Don't-Smiley reagieren. Oder irgendwie reagieren, dass ich Bescheid weiß. Weil ich sehe dann hier eure Namen und dann heißt das, ihr werdet nicht entfernt vom Discord. Und die, die nicht reagieren, die entfernen wir. Also bitte am Ende nicht rumflamen. Kann ich auch nichts machen. Weil wir wollen ja hier Leute, die aktiv sind. Oder inaktive Leute, die wollen ja wahrscheinlich auch nicht mehr hier sein. Die haben ja ihr Soll erfüllt oder haben keine Lust mehr. Wer weiß. Also reagiert bitte mal hier drauf. Dass ich Bescheid weiß, wer noch alles hier dabei sein will. So, zu den Regeln. Das gilt jetzt für vieles für Neulinge und auch vieles für Leute, die schon dabei sind. Also folgendes. Also, wenn ihr neu auf unserem Discord-Server joint, dann kriegt ihr die Rolle Dhund. Jetzt haben mich schon einige Leute beleidigt, weil sie die Rolle Dhund bekommen haben. Weil da Hund steht. Das ist keine Beleidigung, das ist ein Insider von uns. Und ja. Also erstens, ihr bekommt die Hundrolle und werdet dann nur die Rechte haben, im Neuling-Chat zu schreiben. Also hier im Neuling-Chat. Hier dann bitte schreiben, woher, von welcher Plattform ihr uns kennt. Ja, dass ihr jetzt hier neu gejoint seid und euren Namen von dieser Plattform, dass wir das checken können. Auch am besten nachweisen. Entweder mit einem Screenshot, also am besten direkt mit einem Screenshot noch rein, dass ihr uns followt auf Twitch oder abonniert habt auf YouTube. Weil wir wollen hier nur ein Abo oder Follower Discord Channel erstellen. Wisst ihr Bescheid. Und unsere Moderatoren werden euch dann in Kürze schreiben. Also nicht gleich auslassen, wenn nach 5 Minuten nichts kommt. Beruhigt euch. So, wenn alles passt, bekommt ihr die Rolle Schäferhund und dann habt ihr schon wieder mehr Rechte und ihr könnt hier bei den Channels, bei den Sprachchannels rein, bei den Chat-Channels rein und ihr könnt auch schreiben alles. Und von hier aus haben wir ein Level-System. Das heißt, das soll auch dafür sorgen, dass die Leute ein bisschen aktiver werden auf diesem Channel. Und zwar, wenn du die Rolle Schäferhund hast, dann kannst du bei Gewinnspielen mitmachen und bei den Channels schreiben und du kannst bei den Sprachchannels kannst du auch rein, aber du kannst zum Beispiel keine Musikbot benutzen. Kannst du nicht. Musikbot-Befehle können nur Leute geben, die auf einem Member-Level sind. Um zu leveln, musst du einfach ganz easy aktiv sein, schreiben in den Chats, aber nicht spammen, bitte keine Buchstaben spammen und Dauer spammen, weil man bekommt nur einmal die Minute, kriegt man XP. Und wenn ihr zu viel rumspammt, dann melde ich mich bei euch. Dann kriegt ihr die Rolle Don't wieder, Alter. Dann geht ihr wieder ganz runter. Genau, also einfach aktiv sein, schreiben. Ihr kriegt pro Minute von 15 bis 25 XP. Und könnt dann so dadurch leveln. Und wenn, ja. Die Rollen sind Hund, Schäferhund, Member, Ehrenmember. Genau. Also ihr habt Zeit bis zum 1.3. euch bei mir zu melden. Also hier eine Rückmeldung zu geben, eher darauf zu reagieren. Und die, die nicht darauf reagiert haben, die muss ich leider entfernen, weil ich dann davon ausgehe, die wollen nicht mehr hier sein und so, oder sind nicht mehr aktiv. Ja, das war's zur Reinigung, The Purge 4. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Ciao. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.